Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, diese Debatte hier ist absurd und sie dient nur der Hetze. Die AfD redet in dem Antrag, ich zitiere, von der Einwanderung in unser Sozialsystem. So ein Quatsch. Wer Hartz IV erhält, bekommt doch gar kein Kindergeld. Das wird doch sofort angerechnet. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die AfD da Quatsch erzählt, das weiß sie sogar selber. Im Begründungsteil des AfD-Antrags steht, ich zitiere, beim Kindergeld handelt es sich um eine Steuervergütung, die vorrangig die Steuerfreistellung eines Einkommensbetrags in Höhe des Kinderexistenzminimums bei der Besteuerung der Eltern zum Ziel hat. Sie wissen es also eindeutig besser. Wir können also festhalten, Sie tun es trotzdem, Sie hetzen hier einfach, obwohl Sie es besser wissen. Sie nutzen, interessanterweise beziehen Sie sich in Ihrem Antrag auf die Zahlen aus einer kleinen Anfrage von mir, die ich letzte Legislaturperiode gestellt habe. Deswegen kenne ich die Zahlen gut und ich kann Ihnen sagen, Sie haben eine relevante Zahl aber unterschlagen, nämlich den Anteil der Kinder, die im Ausland Geld beziehen, zum Anteil der Gesamtkinder. Die ist nämlich nur knapp über 1%. Die hätten Sie vielleicht der Fairness halber auch noch zitieren sollen. Und der Antrag der AfD zeigt auch ein krudes Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Fairness. Bulgarische EU-Bürger sollen danach nach deutschem Recht Steuer zahlen, aber nach bulgarischem Recht Steuervergütung bekommen. Das kann man doch keinem erklären. Und wenn, dann müssten Sie schon konsequent sein. EU-Bürger kriegen hier Kindergeld auf bulgarischem Niveau, dann zahlen sie hier aber auch nur Steuern auf bulgarischem Niveau, meine Damen und Herren. Und nehmen Sie doch mal das Beispiel, die haben mich neulich getroffen, die polnische Frau, die hier Vollzeit bei uns in der Pflege arbeitet, die hier Unglaubliches leistet, ihre Kinder zu Hause hat, ist es schwer genug. Und dann soll sie auch noch weniger Kindergeld bekommen? Wie wollen Sie denn das erklären? Das ist doch grob unfair. Schämen Sie sich! Und wenn man dem Vorschlag der AfD folgt, dann würden davon auch Kinder betroffen, die deutsche Kinder, die im Ausland leben. Das sind über 31.000 Kinder. Das heißt, wenn ein Kind in Prag studiert, dann wollen sie auch, dass die Eltern nur Kindergeld auf tschechischem Niveau bekommen. Ist es das? Dazu sagt Ihr Antrag leider gar nichts. Außerdem, es gibt ja auch Länder, in denen die Lebenshaltungskosten höher sind. Und Frau Weidel, Sie würden davon ja profitieren mit Ihren Kindern in der Schweiz. Ja, eindeutig. Von daher, dieser Antrag hier ist reine Stimmungsmache. Und zu dem echten Problem, den Betrügen, die es vielleicht gibt, da machen Sie nichts dafür, da sagt der Antrag nichts. Wir haben schon gehört, da brauchen wir Datenaustausch, da brauchen wir mehr Kräfte vor Ort, aber keinen Populismus. Und diese Debatte, meine Damen und Herren, die lenkt auch davon ab, worüber wir eigentlich hier reden sollten. Nämlich, wie viele Kinder bei uns in Deutschland derzeit in Armut leben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es kann doch nicht sein, dass in so einem reichen Land wie Deutschland jedes fünfte Kind von Armut betroffen ist. Das sind über 3 Millionen Kinder. Und wir haben hier eine Forderung. Kümmern Sie sich, liebe Fraktion der Großen Koalition, endlich darum, dass jedes Kind in Deutschland die gleichen Chancen hat. Darum geht es. Herz statt Hetze. Vielen Dank, Franziska Brandner. Nächste Rednerin Dr. Wiebke Esther für die SPD-Fraktion.